Ja, hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im letzten Video habe ich ja die Räder gewechselt und schon angekündigt, dass ich die Felgen auch mal reinigen werde. Dazu packen wir die Dinger jetzt erstmal in den Kofferraum, fahren dann gleich einmal zur Waschstraße und werden dann halt mit Hilfe von einem Standard-Felgenreiniger, in dem Fall der Nigrin Turbo, die Felgen einmal einsprühen, sauber machen, die Reifen reinigen, damit wir die dann vernünftig einlagern können. Ja, dafür schmeißen wir jetzt erstmal die Reifen ins Auto und fahren dann los. Ja, Leute, wir sind unterwegs zum Reifenwaschen, also Räderwaschen. Was werden wir da machen? Und zwar läuft das Ganze wie folgt ab. Ich werde die Räder ganz normal erstmal mit dem Hochdruckreiniger vorwaschen, weil da sind ja ganz viele Steinchen und Dreck von der Straße halt dran. Einmal kurz vorwaschen, danach den Felgenreiniger aufsprühen, einwirken lassen, das Ganze dann einmal abspülen. Beziehungsweise zwischendurch natürlich einmal den Felgenreiniger nochmal mit einer Bürste einbürsten, das Ganze. Um den hartnäckigeren Schmutz, speziell an der Felgeninnenseite, wo man ja im Normalfall nie drankommt, um den Dreck auch vernünftig zu lösen, um danach halt ein vernünftig sauberes Rad zu haben. Ja, so aufwendig ist das ja alles gar nicht. Aber viele Leute wissen halt auch nicht, wie man das am besten macht. Also die schmeißen ihre Räder ja einfach nur in den Keller. Es ist dreckig, der Keller wird dreckig, die Garage wird dreckig, was auch immer. Muss ja nicht sein. Natürlich gibt es auch irgendwo Reifentüten, aber dann diese Reifentüten ständig überall rumfliegen zu haben, also da stehe ich ja eigentlich gar nicht drauf. So, wir sind gleich da und ich würde sagen, wir sprechen uns gleich nochmal. So, wir sind da. Was machen wir jetzt? Wir werden einmal kurz rückwärts in die Hütte hier rückwärts reinfahren. Wir müssen ja die Räder hinten ausladen. So. Muss ein bisschen hier rausstehen, ja, weil genug Platz ein Stück zurückgeht. So. Aus und einmal, ja, nach draußen. So, dann holen wir jetzt einfach mal die Reifen aus dem Kofferraum raus. So. Zack, Reifen Nummer 1. Stellen wir einfach mal an die Wand. So. Reifen Nummer 2 stellen wir mal genauso an die Wand. So. Dritte Reifen. Und das vierte Rad. So, alles steht, alles ist bereit. So, schmeißen wir jetzt erstmal rein und dann reinigen wir mit Hochdruck erstmal die Reifen. Das ist komisch. Wie funktioniert das denn richtig? Ist das Hochdruck? Falsches Programm gewählt. Jetzt nehmen wir einmal die Bürste und reinigen die Felgen von innen.
Natürlich auch noch von vorne. Jetzt spülen wir die ganze Geschichte einfach mal ab. Ja, wir sind fertig. Ich würde sagen, wir packen jetzt die Räder erstmal wieder rein und dann zeige ich euch gleich mal das Ergebnis in der Garage. So, wir fahren jetzt wieder zurück. Also ich kann euch jetzt schon mal vorab sagen, also ich will hier nichts schön reden, die Felgen sind nicht hundertprozentig sauber geworden. Vielleicht liegt es am Felgenreiniger, ich weiß es nicht, aber die waren auch von innen extrem schwarz, also sehr, sehr viel eingebrannter Bremsstaub auch. Vielleicht ist der Felgenreiniger jetzt einfach nicht das Richtige dafür gewesen. So, jetzt der Nigrin Turbo. Wie ich ja schon erwähnt hatte, da ich immer noch ein paar Sitzereifen übrig habe, werde ich mal versuchen, mal einen anderen Felgenreiniger zu testen. Ich habe noch den Aluteufel da. Ich denke mal, den Aluteufel werde ich das nächste Mal nehmen und gucken, wie der funktioniert. Ja, die Reifen, die klappern da hinten jetzt ganz schön. Das Schöne ist, ich habe eine Kofferraumwanne drin, deswegen macht das auch nichts, dass die jetzt ein bisschen nass sind. Das zieht nicht ins Auto ein. Ich mache einfach die Kofferraumwanne danach sauber und dann ist wieder alles gut. So, weiter geht's hier. Na, ich will euch auch gar nicht jetzt weiter langweilen hier, deswegen fahre ich jetzt erstmal wieder zurück und dann sehen wir uns gleich. So, ich bin wieder zurück, Reifen sind ausgeladen. Man sieht, sind jetzt wieder recht schön sauber. Die Felgen sind jetzt nicht zu 100% sauber geworden, aber ich glaube, das liegt einfach an dem Felgenreiniger. Der ist halt nicht so stark wie ja, Konkurrenzprodukte auch. Aber für mich reicht es jetzt erstmal. Ich werde die dann einmal noch einmal mit. Ich werde jetzt noch einmal mit dem Lappen gleich da drum gehen. Und dann sehen die wieder richtig schick aus und sind dann bereit für den nächsten Sommer.
Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert mich, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.